Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf Sunnybeats. Wie schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt zu diesem kleinen Video. In diesem Video möchte ich euch heute ein ganz kleines Stück weit mitnehmen, denn heute ist der 19. September und der kleine Rio ist heute vor genau einem Jahr zur Welt gekommen. Wir feiern also heute Rios ersten Geburtstag. Geschenke sind schon gelaufen, die Fotos blende ich euch hier ein. Und ich zeige euch mal einen kleinen Rundum-View von der Deko. Hier haben wir ein paar blaue Ballons. Dazu kommen wir später noch. Und hier sind noch ein paar restliche Ballons. Und hier ist natürlich das große Happy Happy Birthday. War der schon gratuliert heute Morgen, ne? Bist du nicht ein Jahr alt, jetzt bist du ein Kleinkind. Schon eins! Ein Jahr alt. Ja, die Geschenke hat er ausgepackt. Ein Geschenk steht hier und zwar das Bobbycar. Und den Rest habe ich schon überall hin verteilt. Der Rio hatte keine Lust, seine Geschenke auszupacken. Der fand die Ballons so interessant. Das war so süß. Und ich muss jetzt gleich noch den Kuchen fertigstellen. Und ich gucke mal, ob ich es euch mit Musik unterlege oder ob ich euch heute im Verlauf noch ein bisschen was erzähle. Das gucke ich dann spontan, je nachdem, wie lang das Video dann sein wird. Mal gucken. Aber ja, ihr habt jetzt erstmal das gesehen und den Rest seht ihr gleich. So, ihr Lieben, es ist 13.22 Uhr. Der Herr Zorro ist jetzt gerade mit dem Rio einen Geburtstagsspaziergang, Schrägstrich, Geburtstagsbesuch auf dem Abenteuerspielplatz machen. Damit ich hier noch ein bisschen was regeln kann. Ich muss jetzt als allererstes saugen. Und dann wollte ich gerne mit euch zusammen noch den Kuchen dekorieren. Ich muss noch Muffins backen für meine Nachbarskinder. Die waren übrigens eben schon hier, unsere Nachbarskinder mit ihrer Mama. Und haben dem Rio hier so ein schönes Stapelspiel geschenkt. Was ich ganz toll finde. Das kommt natürlich auch bei ihm ins Spielzimmer. Und ja, hier liegen noch so ein paar einzelne Sachen rum. Das machen wir jetzt dann alles gleich also zusammen. Ich werde jetzt kurz saugen und dann geht's los. So, ihr Schönen, ich habe gesaugt. Jetzt wollte ich euch mal ganz kurz hier noch die Polonaise zeigen. Also das ist hier die Geburtstagspolonaise, die der Rio geschenkt bekommen hat von uns. Das Auto hat er von unserer Nachbarin gekriegt, die Feuerwehr hier mit dem Steckdingsbums zusammen. Hier ist der Geburtstagszug.
Und hier ist der kleine Grimms Regenbogen. Das ist der sechsteilige Bogen. Und ich wollte euch noch kurz was anderes zeigen. Und zwar die Klamotten. Der Rio hat ja von einem Bekannten von mir noch Kleidung geschenkt bekommen. Die wollte ich euch gerne zeigen. Ein paar Socken hat er jetzt gerade schon an. Aber ich zeige euch den Rest. Also einmal, das war so ein Dreier-Set. I love Mom, I love Dad. Dann hat er einmal hier diesen unfassbar süßen Body bekommen mit den Mickey-Mäusen. Dann einmal hier dieses 100% Happy Body. Also das sind Langarm-Bodies alle. Dann diesen hier, das ist so ein schönes Bärchen. Und noch einmal einen mit einem süßen Fuchs drauf. Und einen Schlafanzug, auch hier mit so einem Fuchs. Da war auch noch eine Mütze dabei mit so Hasenöhrchen, die hat er auch gerade schon auf, an. Zeige ich euch dann später noch. So, und jetzt geht's los mit dem Kuchen bzw. Muffins. Ich will nämlich erst die Muffins machen, weil die dann natürlich backen können. Und ich kann dann in der Zeit den Kuchen dekorieren. Ich habe schon die zwei Augen für das Krümelmonster fertig. Hier ist noch die 1. Öl und 2 Eier. Öl und 2 Eier. Habe ich euch den Kuchen schon gezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ihr Lieben, also der Rio hat sich sehr gefreut über all seine Geschenke. Ich hatte ja gehofft, dass er so die Geschenke selber aufreißt. Hat er aber nicht gemacht. Er hat einfach nur die ganze Zeit die Luftballons bestaunt. Voll süß, ey. So, wie geht das jetzt hier? Hier sind noch die Frühstückseier. Brauchen wir jetzt aber nicht. So, jetzt muss ich erstmal hier meine Förmchen verteilen. Ofen vorheizen auf 180 Grad. Da brauche ich meinen Rührapparat. So. So, also 2 Eier sind auch genau die letzten. Nochmal richtig Glück gehabt. Ach, und Hundefutter muss ich gleich auch noch machen. 50 Milliliter Wasser und 125 So. Die müssen jetzt 20 Minuten in den Ofen. 5 vor halb.
So, das war das Erste. Jetzt kommt das Schwierige. Jetzt kommt die Mega-Sauerei. Ich zeige es euch jetzt gleich. Ich muss nur mal kurz alles wieder wegräumen. Weil sonst endet das gleich hier in einem Mega-Chaos. Ich habe nämlich hier schon meinen Spritzbeutel bestückt. Denn ich habe... Anders als beim letzten Mal möchte ich, ich hatte keinen Bock, also ganz ehrlich, diese Creme, Buttercreme-Anmischerei, das war so eine Sauerei mit der Lebensmittelfarbe und oh my God. Und darum habe ich jetzt von Ruf unsere Cake-Creme in Blau mit Vanillegeschmack gekauft. Das ist eine Buttercreme zum Dekorieren und Füllen von Gebäck. Diese hier. 3 Stück, 2 für den Kuchen, 1 für die Muffins. Und damit werden wir jetzt den Kuchen bestücken. Ach so, und ich darf nicht vergessen, ich habe für die Kinder, habe ich nämlich extra hier diese Zuckerdeko-Augen mitgenommen. Die Krümelmonster-Muffins kriegen nämlich Augen dieses Mal. Kein Keks, aber Augen. So, das machen wir. Und jetzt probiere ich, wo ist mein Kuchen? Werde ich jetzt diese Creme in meinen Beutel füllen und dann wollen wir ein schönes Krümelmonster machen. Ich hoffe, das klappt. Das ist jetzt mein Wunschplan. Ob das so funktioniert, ihr wisst, wie es ist. Gucken wir mal. Ich stelle euch nämlich jetzt im Verlauf dann wieder weiter nach unten. Ihr seht mich nicht, aber ihr seht den Kuchen. Und das ist ja das Wichtige. Ich hoffe, es geht so, ihr Lieben. Ja, Leute, zieht's euch rein. Was ist das? Ist doch scheiße, so kann man doch nicht arbeiten. Fuck. So, ihr Lieben, hier ist das Ergebnis. Ich finde es gar nicht schlecht. Es war ein bisschen schwierig, aber es hat funktioniert. Und der geht jetzt in den Kühlschrank, damit die Buttercreme etwas aushärtet. Und jetzt sind auch schon meine Muffins fertig. Ja, die gehen jetzt raus. Ja, ihr Lieben, also hier sind die Muffins. Hier sind meine Muffins. Ein Päckchen habe ich noch. Das ist leer und die Augen. Ich habe nämlich hier so ganz tolle Teller gekauft. Da kommen die dann drauf. Ich habe es mit meiner Nachbarin abgesprochen. Entweder stelle ich die vor die Tür. Oder ich lasse sie im Kühlschrank und die holen sich nachher die Muffins ab. Das sehen wir dann. Ja, ihr Lieben, also ihr habt gesehen, was los ist. Ich werde jetzt hier aufräumen, abspülen und dann sehen wir uns spätestens zum Dekorieren der Muffins wieder.